Das Warten auf die Fed geht weiter, meine Damen und Herren. Wir haben gestern dann in der letzten Handelsstunde an der Wall Street nochmal eine kleine Rallye absolviert, aber das alles unter ziemlich dünnen Volumen. Also die Dickfische, die großen Player, die scheinen sich ein bisschen zurückzuhalten. Gleichwohl gibt es interessante Entwicklungen, nämlich Rotationen. Wir sehen verschiedene Entwicklungen, die interessant sind, die ein bisschen unter der Oberfläche stattfinden, die ich Ihnen in diesem Video ein bisschen nahe bringen will. Wir fangen zunächst mal an mit dem, was da an der Wall Street gewesen ist. Der DAX gestern hier praktisch leichte Minus, empathisch oder lethargisch, genauer gesagt. Empathisch ist was anderes. Lethargisch hing er da im Bereich der 14.500er Marke, aber viel geht jetzt momentan scheinbar nicht. Beim Dow haben wir gestern ein 0,5% gesehen, S&P etwas besser und der Nasdaq mit 1,05%, der Composite und der Nasdaq 100 1,12%. Der VIX ist abgestraft worden, wie schon am Freitag, mit minus 3%. Jetzt an dieser wichtigen Marke von 20, die durchaus eine Wegscheide ist, weil wir schon lange nicht mehr nachhaltig mal unter die 20 gekommen sind. Sei es drum, wenn wir uns mal genauer anschauen, was da eigentlich, welche Sektoren da eigentlich hier gut gelaufen sind, sehen wir Nummer 1 Consumer Discretionary. Da ist eine Amazon drin und dann vor allem Utilities und Real Estate. Das sind ja eigentlich defensive Sektoren. Utilities sind Versorger, die normalerweise dann gut laufen, wenn die Renditen für Staatsanleihen fallen. Warum? Weil diese Versorger in der Regel sehr, sehr gute Dividenden auszahlen, eine gute Dividendenrendite haben und die nimmt man dann gerne als Ersatz dafür, dass es am Anleihemarkt keine Zinsen gibt. Dementsprechend, obwohl jetzt die Anleiherenditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe nur ein bisschen gefallen ist, nach wie vor ja relativ hoch ist, im Bereich von 1,59, 1,60%, sind diese Utilities in den letzten Tagen sehr gut gelaufen, ähnlich wie der Bereich Real Estate. Also da wird zugegriffen bei den Sektoren, die normalerweise ungünstig auf steigende Renditen reagieren. Das ist interessant und gleichzeitig Technology eben viertbester Sektor, also gleichzeitig diese Wachstumswerte, die natürlich in letzter Zeit ein bisschen ausgebombt waren, die hier haben zulegen können und wir sehen Energy und Financials als Schlusslichter. Das waren die Sektoren, die ja am besten gelaufen sind jetzt seit Jahresbeginn. Reflationstrade, Versteigerung der Zinskurve für die Finanzwerte, Reflationstrade, also steigende Energiepreise aufgrund einer starken Wirtschaftserholung, das war das Thema bei den Energy-Werten. Aber schauen wir uns mal an, vor allem den Dow Jones. Der ist jetzt das siebte Mal seit dem Jahr 1897. Vier Rekordhochs hintereinander hat er markiert, also auf Tagesschlussbasis und dabei mindestens 0,5% gewonnen. Also siebenmal seit 124 Jahren. Drei dieser sieben Male waren vor dem Jahr 1900, sind also schon ein, zwei Tage her. Da werden sich nur noch die etwas Älteren von Ihnen dran erinnern. Jedenfalls sehen wir, dass der Dow Jones natürlich hier extreme Stärke gezeigt hat, aber auch extrem überkauft ist, wie wir gleich sehen werden. Hier das 14. Mal jetzt ein neues Allzeithoch in diesem Jahr. Das ist genauso viel, wie wir beim Dow Jones im Jahr 2020 an Allzeithochs markiert hatten. Das Jahr 2017, da haben wir 71 Allzeithochs gemacht. Das war ja das Jahr des Wartens auf die Steuerreform von Donald Trump. Da sind wir dann einfach immer so ein bisschen gestiegen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Wir sind eben durch diese Rotation in Value zu Jahresbeginn, respektive seit November ist der Dow Jones sehr, sehr gut gelaufen, deutlich besser gelaufen als eben die Tech-Werte. Aber die Frage ist, ob dieses Spiel jetzt ein bisschen ausgelutscht ist. Hier sehen wir den Triple Q Nasdaq ETF. Hier sehen wir auch mal unten in diesem Chart von Michael Silver das geringe Volumen, das da der Fall ist. Also da ist nicht wirklich viel passiert. Gleichwohl eben der Nasdaq über 1% im Plus, nach wie vor auf dem Weg hier zu diesem Zwischenhoch, das wir gemacht hatten. Da muss er drüber. Dann könnten wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter bilden, wenn alles gut geht. Aber muss eben alle gut gehen, muss die Fed mitspielen, müssen die Renditen weiter fallen oder dürfen nicht zumindest nachhaltig steigen, sonst wird das nichts beim Nasdaq. Hier sehen wir den S&P 500 hier aus dieser Formation nach oben ausgebrochen, möglicherweise jetzt auf dem Weg auf die 4000er Marke, wir sind jetzt bei 3970 um und bei, aber S&P 500 und Triple Q oder Spider, das maßgebliche S&P 500 ETF und der Triple Q ist maßgebliche Nasdaq ETF, lange Zeit bis kurz vor Handelsende
in der engsten Handelsrange seit über einem Monat. Das hat sich dann erst eben durch diese Aktion kurz vor Kassaschluss ein bisschen geändert. Hier sehen wir mal die verschiedenen Indizes im sogenannten Kelter Channel. Das ist so ein Trendbarometer, wenn man so will. Hier sehen wir den S&P 500, ja, ziemlich weit oben, aber hätte noch ein bisschen Platz. Der Dow Jones dagegen mit dem Kopf oben anstoßend an die obere Linie des Kelter Channels, der Nasdaq, der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, ist schon fast ein bisschen drüber. Der Nasdaq hätte noch jede Menge Platz, ebenso wie der Triple Q, was faktisch der Nasdaq als ETF ja ist. Also wir sehen, da ist jede Menge natürlich an bester Welten eingepreist beim Dow Jones und beim Russell 2000. Die sind sehr gut gelaufen und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass Finanzwerte, die im Dow Jones ja mit JP Morgan, Goldman Sachs etc. eine wichtige Rolle spielen und Energy-Werte, die der Ölsektor auch im Dow Jones ja durchaus vorhanden, dass diese Werte hier schwächeln. Das könnte eben auch Auswirkungen auf den DAX haben, der ja auch sehr wenig tech-lastig ist, wenn jetzt sozusagen so ein bisschen wieder raus aus Value rotiert werden würde. Ich hatte gestern schon diese drei Grundfragen an Jerome Powell, auf den ja alle warten, jetzt formuliert. Was ist eigentlich ein moderates Überschießen der Inflation? Das hat die Fed noch nicht so wirklich klar gemacht, diese SLR-Verlängerung, Supplementary Leverage Ratio für die Banken, eben das Gold, dass sie dadurch weniger Eigenkapital hinterlegen müssen. Wird das verlängert? Ja, nein. Entscheidende Frage morgen. Und wird man agieren gegen die steigenden Renditen am Bondmarkt? Aber ein Argument spricht dagegen. Wir sehen hier die Financial Conditions, ein Index, der sozusagen die Finanzkonditionen, die Finanzbedingungen ein bisschen misst von Goldman Sachs, und man sieht, wir sind hier kaum etwas rigider geworden. Also es ist eigentlich sehr, sehr wenig passiert bisher. Ein bisschen sind die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, nach oben gegangen, aber ansonsten sitzt das Geld noch ziemlich locker, und das ist das, was die Fed ja immer gesagt hat. Erst wenn sich hier etwas deutlich zeigt, wenn die Finanzkonditionen sich deutlich verschlechtern, würden wir agieren. Und diese Grafik hier spricht dagegen, dass Paul jetzt agiert gegen die steigenden Renditen, die ja in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen stagnieren, mal ein neues Hoch erreichen, dann aber wieder ein bisschen zurückschnappen, auch eine relativ enge Handelsrange. Aber es geht jetzt zumindest nicht mehr dynamisch nach oben. Dementsprechend muss Paul wohl gar nicht eingreifen oder muss oder ist nicht gezwungen, jetzt verbal zu intervenieren. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das eher nicht passieren wird. Mohamed El-Erian, den Sie hier in einem Interview mit CNBC sehen, der sagt, also am besten wäre es, gar keine Pressekonferenz zu machen. Einfach gar nichts zu sagen anstelle von Jerome Powell. Das geht aber natürlich nicht. Er muss ja etwas sagen. Und El-Erian sagt ja, also die Möglichkeit hier Fehler zu machen oder etwas zu sagen, was die Märkte dann extrem nervös macht, ist sehr, sehr hoch. Das ist also jetzt eine wirklich unschöne Situation für Jerome Powell. Ich hatte gesagt, dass die Fed ja jetzt auch die Projektionen neu veröffentlichen muss, jetzt im März. Also Aussichten für Wirtschaftswachstum, Aussichten für Inflation. Da muss man nach oben gehen, gleichzeitig begründen, warum man lange die Geldpolitik locker hält. Und heute könnte ein interessantes Event kommen um 13.30 Uhr. Die Amerikaner haben ja die Uhr umgestellt, deswegen 13.30 Uhr kommen die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Die waren im letzten Monat, im Januar, ja extremst stark. 5,6% sind sie gestiegen. Und jetzt ist der Konsens, naja, wir werden so minus 0,2, minus 0,5 reinkommen. Im Februar wird also ein bisschen zurückgehen. Aber Daten der Bank of America, nämlich Kreditkartendaten, zeigen, dass wir da durchaus so im Bereich von minus 2,3 ohne Autos und mit Autos bei minus 3,0 sein könnten, also eine negative Überraschung sehen könnten. Das könnte dann wiederum zur Folge haben, dass die Renditen fallen, weil man sich denkt, oh, wenn der Konsum nicht so toll läuft jetzt, dann droht auch nicht so schnell eine Überhitzung der Wirtschaft. Das wäre ein potenzielles Szenario heute, und das wiederum könnte für die Tech-Werte ganz gut sein. Naja, also das ist die wäre Logik sozusagen der Märkte. Wir sehen heute auch um 11 Uhr deutscher Zeit den ZEW, zuletzt ja sehr euphorisch, jetzt allerdings das Impfdebakel hier mit AstraZeneca. Sie haben es gestern ja mitbekommen. Jetzt dürfte diese Untersuchung vielleicht eine Woche, 10 Tage dauern. Dann wird man wahrscheinlich AstraZeneca wieder zulassen als Impfstoff mit eben dem Warnhinweis. Leute, in ganz seltenen Fällen kann da was passieren, aber es ist eine weitere Verzögerung, die natürlich das deutsche Wirtschaftswachstum stark treffen wird. Je weniger geimpft sind, umso weniger Wirtschaftswachstum, könnte man vielleicht so formulieren. Kommen wir nochmal nach Deutschland. VW heute
respektive gestern Abend, weiß ich gar nicht mehr genau, mit Zahlen. Jedenfalls sehen wir, dass sich da etwas bewegt. Der CEO hat einige Dinge hier gesagt, zum Beispiel, dass sie die Kosten für die Batterien um 50% runterbekommen würden. Das wäre natürlich dann sehr, sehr gut für die Marge von VW. Und die Aufladezeiten dann nur 12 Minuten für das Aufladen der Batterie bei Elektronikautos. Das wäre natürlich dann schon echt eine richtige Hausnummer. Und man sieht, das wird dann für Tesla immer mehr ein Konkurrent. Hier mal ein Post von John Authors, der richtigerweise sagt, Tesla und andere Elektronikautobauer oder andere Autobauer, die allein Elektrofahrzeuge machen, die sind so bepreist, als würde ihnen komplett der Markt gehören und würden sie sozusagen in Zukunft den Markt komplett dominieren als Disruptoren, aber niemand preist ein, dass sie selber disruptiert werden, also dass sie selber natürlich diesem kreativen Zerstörungsprozess vielleicht unterliegen. Das ist genau das Problem. Hier sehen wir mal diese ganz kleine, das ganz kleine Orangene, was Sie hier sehen, das sind die Umsätze der reinen Elektroautohersteller, also die keine Benziner, keine fossilen Autos herstellen, in Relation zu den herkömmlichen Autobauern, die beides machen. Und hier sehen wir, da ist noch ein kleiner Abstand, aber eine Firma wie Tesla hat nach wie vor etwa eine 6-7-fache Marktkapitalisierung von Volkswagen. Das ist nicht nachhaltig, das wird nicht nachhaltig sein. Jetzt gibt es Leute wie Cathie Wood, die sagen, Tesla ist hemmungslos unterbewertet, weil sie irgendwelche Zukunftstechnologien haben. Ich glaube, da ist die Dame ein bisschen sehr euphorisch, aber das ist vielleicht Ansichtssache. Kommen wir abschließend noch nach China. Hier die Kommunistische Partei hat Jack Ma aufgefordert, hier seine Medienanteile ein bisschen abzustoßen. Also hier klar die Stoßrichtung gegen zu viel mediale Macht, nicht nur von Jack Ma, sondern auch eben von Alibaba, dessen Mediapräsenz die Kommunistische Partei als Gefahr für ihren Propagandaapparat sieht. Das ist also genau der Punkt. Diese Tech-Größen, die passen jetzt offenkundig nicht mehr in eine Meinungsdiktatur. Da ist zu viel Potenzial für Abweichendes und das ist in China ja ohnehin nicht allzu ausgeprägt. Also jetzt diese Aktionen gegen große Tech-Konzerne und ihre Aktionäre, sehr interessant. Und jetzt werden wir ja in Kürze sehen, ein Treffen in Alaska zwischen Chinesen und den USA. Erstes wirkliches Treffen seit Machtübernahme, Amtsübernahme von Joe Biden. Und da verschärfen sich die Tonlagen, vor allem in Sachen Taiwan. Man fürchtet seitens der Amerikaner, dass da bald eine Invasion stattfinden wird. Xi Jinping hat klargemacht, Taiwan muss zu China. Das ist im Prinzip sein Lebenswerk. Man hat sich Hongkong faktisch schon einverleibt mit, naja, ein bisschen Widerstand, aber nicht allzu viel Widerstand durch die westlichen Mächte. Und jetzt ist Taiwan dran. Das ist das große Ziel. Das gehört für China unmittelbar praktisch zu dem Reiche der Mitte, dass die Unabhängigkeit von Taiwan ist ein Dorn im Auge, den man unbedingt beseitigen will. Das dürfte das sein, was Xi Jinping unbedingt erreichen will noch in seiner Amtszeit, die ja unbegrenzt ist. Auch das ein Zeichen ausufernder Demokratie. Also das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt die Lage, dass wir die defensiven Sektoren vorne haben, Real Estate, also Immobilien, dann vor allem Versorger, dass die Tech-Werte gleichwohl ganz gut laufen, dass wir auf der einen Seite eben die Value-Indizes am Anschlag sehen, teilweise. Und da ist vielleicht mal eine Rotation aus der Rotation wieder derzeit der Fall als Gegenbewegung. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, das liegt wahrscheinlich an Jerome Powell und der Fed, ob sich das alles wieder umdreht. Wenn die Renditen nach oben knallen sollten, dann wird der Nasdaq wieder fallen und dann wäre Value das bessere Spiel. Aber wir werden sehen, es ist ein Warten auf die Fed morgen Abend. Jetzt sage ich Servus und Ciao.